Oliver Birkelbach ist mein Name. Ich bin von Beruf aus Anästhesist, arbeite im Alltag auf der Intensivstation im Notarztbereich, aber bin auch tätig für die Organisation und Koordination eines großen OP-Bereichs. Das ist mein Alltag, das mache ich vom Beruf. Gerne und oft bin ich bei Ihnen tätig. Was ist meine Rolle bei Ihnen? Die Vermittlung von Wissen, die Vermittlung von Wissen unter Bedingungen der Realität als Referent, das ist meine Aufgabe bei Ihnen. Das, was der Praktiker im Alltag erfährt, an Teilnehmer weiterzugeben und vor allen Dingen passives Wissen der Teilnehmer wieder zu aktivieren und damit ein solides Fundament, eine solide Basis für den Klinikalltag zu schaffen. Das verstehe ich als meine Rolle bei Medizin im Grünen. Wie kann man Wissen vermitteln? Zum einen müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und Rahmenbedingungen heißen für mich, dass eine Komfortzone geschaffen werden muss für alle Beteiligten. Dazu kommt letztendlich, dass es gelingen muss, einen so hohen Praxisbezug herzustellen, dass die Teilnehmer sich alle wiedererkennen. Und Sie können sich vorstellen, es ist manchmal ein großer Spagat, das verschiedene Wissensniveau von Teilnehmern, aber auch die verschiedenen Professionen, die verschiedenen Berufe von der Pflegekraft, die viele Jahre im Beruf ist, über medizintechnische Berufe bis hin zum jungen Assistenzarzt oder gar Fachober- oder Chefarzt miteinander zu verknüpfen und das unter einen Hut zu bringen. Das heißt, Grundlage ist die geschützte Atmosphäre und gleichzeitig die Vermittlung von Wissen, Emotionen, aber auch Spaß, um Wissen zu vertiefen und nachhaltig zu prägen. Meine Stärke ist, Wissen und Emotion miteinander zu verbinden. Man kann es auf ganz einfache Worte bringen. Wissensvermittlung hat immer auch etwas mit Show zu tun. Denn am Ende wollen Sie die Teilnehmer dort packen, wo Wissen auch nachhaltig in Erinnerung bleibt. Und oftmals ist das der Fall, in dem eine Geschichte, ein Drumherum erzählt wird, das klassische Storytelling, und damit Wissen nachhaltig vermittelt wird. Was passiert beim Teilnehmer? Es wird die Geschichte erinnert und damit Wissen und Tiefe dieses Wissens verknüpft. Und ich glaube, das ist eine ganz große Stärke. Und so gelingt es auch, mit großem Praxisbezug über mehrere Tage Wissen in hochinteressanten Kursen zu vermitteln. Alle Teilnehmer sind am Anfang neutral und sind am Anfang tatsächlich auch mit großem Respekt bei der Sache. In Kursen bei Medizin im Grünen herrscht am Anfang große Neutralität unter den Teilnehmern, aber nach wenigen Minuten, kann man fast sagen, ist das klassische Eis gebrochen und es wächst eine ganze Gruppe zusammen, eine Mannschaft, die gemeinsam Wissen erlernt, gemeinsam an Modellen, an Patienten agiert und als Team zusammenarbeitet und neben dem Referenten voneinander lernt. Und das ist was ganz Entscheidendes. Lernen von anderen, aber auch gleichzeitig erfahren, wie ist Medizin, wie ist der Alltag in anderen Krankenhäusern. Und diese Vernetzung, dieser Austausch trägt ganz enorm zum Erfolg dieser Kurse bei. Ich will diese Frage so aufgreifen, dass wir einen kleinen Schritt zurückgehen müssen. Teilnehmer in den meisten Kursen bei Medizin im Grünen kommen aus dem medizinischen Bereich, aus der Fachpflege, aus dem ärztlichen Bereich. Und das bedeutet, die Teilnehmer arbeiten tagtäglich mit Menschen, die Teilnehmer arbeiten tagtäglich für Patienten. Es geht immer darum, medizinisches Wissen nicht nur zu erlernen, sondern auch unter Bedingungen der Realität des Alltags anwenden zu können. Und das bedeutet, dieser Alltag ist geprägt von Emotionen, dieser Alltag ist geprägt von Stress, gegebenenfalls auch von Zwischenfällen und Notfallsituationen. Und genau dieser praktische Bezug ist aus meiner Sicht nur mit einem richtigen Patienten nachzubilden, zu trainieren und zu erlernen. Und auch unter dem heutigen Stand der Technik sind Simulationen und Computerersatzmodelle nicht geeignet, um ein Patienten- oder ein Tiermodell gänzlich zu ersetzen. Das bedeutet,
gezielte Wissensvermittlung unter der Bedingung der Realität zugute des Menschen und zugute des Patienten im Krankenhaus sind aus meiner Sicht nur mit der Unterstützung eines Tiermodells realistisch möglich. Wir müssen uns die Frage stellen, was suchen die Teilnehmer? Was ist der Bedarf gegebenenfalls auch auf professioneller Ebene für ein Krankenhaus? Und das ist Ausbildung und Weiterbildung von Mitarbeitern. Hierfür muss ich gute Rahmenbedingungen schaffen, die im Alltag im Krankenhaus oftmals nicht gegeben sind. Und hier haben wir verschiedene Säulen, die wir betrachten müssen. Es ist zum einen der Faktor Zeit, zum anderen der Faktor Mensch, also die Menge an Fachkräften und Mitarbeitern und gleichzeitig auch der Faktor der Neutralität. Medizin im Grün schafft eine Atmosphäre hoher Professionalität in grünem Umfeld. Das bedeutet, die Mitarbeiter sind aus ihrem Alltag rausgelöst, arbeiten mit Profis zusammen unter perfekten Rahmenbedingungen. Und all das ist nicht ohne weiteres im Klinikalltag oder im heimatlichen Krankenhaus gegeben, sodass hier eine Plattform geschaffen wird, die optimales Lernen, optimale Wissensvermittlung in einer ganz geschützten Atmosphäre erlaubt.